Hallo Leute bei YouTube und willkommen zu meinem Unpacking-Video beziehungsweise zum neuen Unpacking-Video meiner DVD beziehungsweise Blu-Ray-Sammlung. Heute ist endlich meine Best-Trades.de-Bestellung angekommen. Und ja, dann werde ich mal gucken, was wir da so drin haben. Obwohl mich das wundert, dass das so ein kleines Paket ist, aber naja. Gucken erstmal, was da so drin ist. Habe ich es jetzt aufgekriegt? Yep. Vorsichtig mal aufmachen. Ja, das war wohl nichts. So, das ist besser. So, dann gucken wir mal. So, dann gucken wir erstmal, was war. Ja, das ist erstmal ein Film, den ich mir bestellt habe. Und zwar hatten die jetzt so eine Gratis-Aktion von wegen, wenn man für jeden Film, den man bestellt, kriegt man einen Film gratis. Und das ist jetzt, wie gesagt, John Carpenter's The Ward. Die Station. Habe ich nur Gutes bisher drüber gehört. Und bin mal gespannt, wie der so ist. Aber geht eigentlich um John Carpenter, also da kann eigentlich nichts großartig verkehrt dran sein. Dann habe ich gesehen, ja, The Quest mit Jean-Claude Van Damme. Leider die Neuauflage sehe ich gerade, aber da Kinowelt ja immer ein Wendecover rausbringt, ist das jetzt auch nicht so tragisch. Über den Film brauche ich ja nicht mehr großartig was sagen. Also The Quest ist einfach, ich finde ihn wirklich gut, den Film. Also genial. Hier sehe ich schon, ist erstmal die Lieferschein. So, dann haben wir hier noch Rampage in der Black Edition. Rampage Rache ist unbarmherzig. Wobei ich ja wirklich sagen muss, das Cover finde ich gar nicht so toll. Wobei die eigentlich ein ganz anderes Cover da abgebildet hatten. Was weltengeiler ist. Aber mein Gott, kann ich jetzt auch nicht drüber meckern. Und ist wie gesagt die Black Edition, die Uncut-Version. Und ja, ist ein ernstes Thema, immer mit Amoklauf und. Aber wie gesagt, ich hab da Sachen drüber gehört, oder von einigen Kollegen habe ich gehört, der ist gar nicht mal so schlecht. Und habe ich mir gedacht, komm, bestell's dir jetzt einmal. So, dann habe ich mir noch bestellt Gran Torino mit Clint Eastwood. Kam jetzt die letzten Tage im Free-TV und habe ich mir das erste Mal dann im Free-TV angeguckt oder teilweise im Free-TV angeguckt und fand ihn gar nicht schlecht. Und da habe ich mir gedacht, komm, dann das nächste Mal, wenn du irgendwie eine Bestellung aufführst oder so, bestellst du ihn mit. Und ja, jetzt habe ich ihn. Und auch für einen recht günstigen Preis. Also davon ab. So, und dann noch der letzte meiner Bestellungen. Bin ja mal gespannt, was ich da jetzt gleich gratis gekriegt habe. Die Horde. Aber dann in der Uncut-Version. Ist ja wohl ein richtiger, ja, ich sag mal, Zombie-Slasher aus Frankreich. Ich hab ihn selber noch nicht gesehen. Also ich bin mal gespannt, wie der so ist. Soll sehr hart sein, aber auch wohl richtig gut. Und ja. So, dann gucken wir doch jetzt mal, was ich an Gratisfilmen gekriegt habe. Enforcers im Namen des Gesetzes. Ungeschnittene Fassung, keine Jugendfreigabe. Eiskalte Engel im Kampf gegen das Verbrechen. Okay. Okay. Sagt mir jetzt gar nichts. Aber scheint an sich, weiß ich nicht, sieht an sich gar nicht so schlecht aus. Man muss sich mal nochmal recherchieren, genau was das jetzt ist. Okay, legen wir mal erstmal Seite. So, was haben wir denn da noch gekriegt? Halloween Monster Box Volume 2. 6 Filme auf 2 DVDs. Okay, was ist denn damit drauf? Day of the Dead Contagion? Real Ghosts? Lighthouse,
House on Haunted Hill, aha. Darkness Falling und Fallen Angels, okay. Müsste ich mir auch nochmal irgendwie ja, genau raussuchen, was das jetzt alles ist. Und weil von Fallen Angels und Darkness Falling und so habe ich ja noch gar nichts gehört. Also Horse on Haunted Hill, klar, kenne ich. Aber ja, mein Gott, für gratis kann ich jetzt auch nicht meckern. So, was haben wir dann da noch gekriegt? The Unborn. Okay. Okay, okay, okay. Das ist aber anscheinend ein asiatischer Film. Ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Muss ich mir auch nochmal irgendwie richtig Infos drüber holen. Weil, also da habe ich jetzt auch bisher noch nichts von gehört. The Unborn. Also ich meine, ich kenne wohl den Film The Unborn, aber das ist kein asiatischer. Muss ich nochmal gucken. Ah, na gut, ist ja gratis, ist ja nicht so tragisch. Once Upon a Time in China and America in der Uncut-Version. Den hab ich ja schon. Ja, gut. Kann ich jetzt nicht ändern. Wobei ich aber gut finde, dass das, glaube ich, die Altauflage noch ist mit FSK-Logo drauf. Und ich glaube, entweder habe ich die neue oder ich habe auch die. Weiß ich gar nicht. Aber ja gut, für gratis, für geschenkt, mein Gott, also kann ich jetzt auch mit leben. Mal gucken. Also wenn jemand ein Interesse hat oder so, den Film zu haben oder wenn er den haben möchte, kann er sich ja nochmal melden. Ich werde mich aber auch mal irgendwie im Bekanntenkreis oder im Freundeskreis umhören, ob den einer haben möchte. Also wie gesagt, ich habe ihn ja, deswegen. So, und was haben wir dann da noch? Siui, der Kannibale, oder wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Aha, okay. Okay. Ja, okay. Muss ich auch noch mal mehr Infos zu holen. So, das war dann mein Unpacking. Hoffe, euch hat das soweit gefallen. Und ja, würde ich sagen, bis bald.